Herzlich willkommen zurück zu Tempo 67 Gaming. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, dass ihr einen Weg zu mir zurückgefunden habt. Ja, heute wieder World of Tanks. Und zwar nach langer Zeit haben wir meinen M10 RBFM ausgefahren. Stufe 5 Premium Panzer der Franzosen. Tank Destroyer, um genau zu sein. Ja, und denke mal, das ist schon ziemlich lange her, wie ich ihn vorgestellt habe. Darum stellen wir ihn jetzt nochmal vor. Das ist das gute Stück. Wir haben ihn ausgebaut. Ich habe einen verbesserten Drehmechanismus drin. Ich habe einen Ansetzer drin und ich habe eine Optik drin. Das ist immer wichtig bei TDs mit schwenkbarem Turm, Optik. Sonst können wir gerne Schere einbauen. Hinten das übliche kleine Garaffe, kleines Erste-Hilfe-Kit, kleines Repair-Kit und automatischen Feuerlöscher. So, in dieser Konstellation kommen wir auf 2579 Damage pro Minute. Eine Nachladezeit von 2,67, eine Einzelzahl von 1,73, eine Zielweite von 0,35 mit einer guten Crew 0,34. Also der ein oder andere Schuss, der kann dann schon mal daneben gehen. Ich habe 10 Grad ganz impression. Kann gut an Hügeln arbeiten, aber Panzerung nicht viel. Gucken wir gleich im Detail an. Wir haben eine Sichtweite von 407 Metern. Ja. Und passen 5 Leute rein. Jetzt gucken wir uns den Panzer mal im Detail an, im 3D-Modell. So steht er vor euch. Ja, hier haut euch alles durch. Kanonenblende. Links und rechts wird schon schwer. Aber diese kleinen Dreiecke hier unten, oder oben der kleine Pickel, da kann auch einiges durchhauen. Von Seite, von oben ist klar. Falls ihr euch fragt, was diese kleinen Geräte sein sollen, das ist, damit fährt man durch Hecken und schneidet die gleich durch. Für das Fußvolk, das hinterher läuft, so nach dem Motto. Ja, das kurz nur zu diesem Panzer. Da würde ich sagen, gehen wir. Oh, hier haben wir einen Motoren-Sound. Ja, wieder auf Prokhorovka. Und ein 3-Stufen-Matchup. Wir sind mit hier. Es gilt, eine neutrale Basis zu erobern. Ja, Angriff, Verteidigung in diesem Modus spiele ich nicht, weil ich weiß nicht. Viele Leute haben schon das Problem hier mit der neutralen Basis zu erobern. Da habe ich diese Modi rausgenommen. Ja, ich habe einmal vor, zum Hügel hochzufahren. Von dort dann relativ gut in den Cap reinhalten kann. Oh, Silvester ist auch schon wieder. Hier fliegen die Raketen. Und dann geht es gleich rauf da auf den Berg. Wie gesagt, der M10 hier ist nicht gerade der schnellste. Nichts anderes als der Wolverine, mehr oder weniger. So, das Skoda T24 vom Gegner hat schon mal gut da oben gefressen. Trotzdem liegen wir schon 0-2 hinten. Wie konnte das nur passieren? Das Spiel ist gerade mal nicht mal 2,5 Minuten alt. Ne, 1,5 Minuten alt. Wenn wir jetzt schießen, gehen wir auf. Weil der Busch ist klar vor uns. Komm. Dem können wir da keins mehr mitgeben. Jawohl, schön. Wir haben noch eins mitgegeben. Wunderbar. Sind dabei nicht aufgegangen. Glück gehabt. Jetzt haben wir da hinten hier so ein bisschen immer auf verbessert Munition gewechselt. So.
Schön hier von hier oben. Da auf der Hügel wichtig. Ich habe keinerlei Ahnung, von wo er beschossen wird. Er ist abgeprallt. Wir sehen jetzt im Moment teilweise kurz und quer fliegen. Er weiß, wo er hin soll. Jetzt haben wir ihm die Frage abgenommen. Er darf hier wieder zurück in die Garage. Steht 3:2, wir haben ihn schon aufgeholt. Im Cap steht ein Panzer drin. Was haben wir denn? Da haben wir eine Mathilda. Ja, mit der Mathilda fliehen ist auch so eine Sache. Die schnellste ist sie nicht. So, Mathilda darf auch wieder zurück. War nicht unser Kill. Aber Mathilda darf auch zurück. So, ist da drüben war ein. Ey, der war jetzt direkt geflogen. Da steht jetzt ein T1 Heavy drin. Okay, dass er vorfährt. Schön voll eins hier mit. Schön. Ja, sein Schicksal ist auch besiegelt. Jetzt 6:6. HP-mäßig liegen wir zurück. 6:7. 6:8. So, der ist schon mal raus. Wir rücken jetzt bestimmt wieder vor. Fahren wir zu der Buschreihe. Kein Baum umfahren, kein gar nichts, müssen wir aufpassen. So, jetzt sind wir aufgegangen, jetzt sollen wir ein bisschen beiseite fahren. Jetzt den Baum umfahren ist jetzt egal. Steht 8:9, hier ist noch nichts entschieden. Wir haben 1442 Schaden gemacht. 382 Spottschaden. Und da wir jetzt den Hügel hier haben, sieht das Ganze gar nicht mal so schlecht aus. Unser Arti ist auch schon gut vorgerückt. So, die AT wird jetzt in den Cap fahren. Die Seite ist auch nicht verkehrt, weil sie kann erstmal nicht beschossen werden. Beim hinten noch bei zwei Linien noch eine Su. Wir haben noch einen Marder. So, wenn die ihren Job da ordentlich machen, sieht das ganz gut aus. So, die beiden Mediums rücken da hinten vor. Haben das Nashorn aufgemacht. Da drüben ging jetzt der. Ja, wie heißt er denn? Senovette oder irgendwie so? Keine Ahnung. Auf. Das muss einer der italienischen Jagdpanzer sein. Der erst vor einigen Wochen ins Spiel kam. Liegen über 1300 HP hinten. Ja, nicht ganz. Haben eine Kanone weniger. Das heißt, wenn der Su nochmal da hinten ra. Da war die Su schon mal weg. Jetzt müssen wir aufpassen, dass von hier hinten jetzt keiner hier die Bahngleise kreuzt. Unser Arti steht hier weiter, schön munter im Cap. So, Panzer 4 Anku, das ist der mit den Anime-Mädels drin. Den habe ich auch, der ist ganz witzig.
7 Minuten noch zu spielen. 8 zu 12, so jetzt wird es langsam eng. 9 zu 12. So, da kommt der Anku. Jemals mit. Der ist weg. Ich glaube, ist der Hügel hier ganz wichtig. So. Den sind wir aufgegangen. Das interessiert mich jetzt aber nicht, weil ich noch voll HP. Wir hauen hier auf den Kerl hier drauf. So, der ist auch weg. Wir haben 4 Kills. 1784 Schaden. 382 Spottschaden. Steht 12 zu 12. Ein sehr, sehr spannendes Game. Der Gegner. Auf jeden Fall, der Gegner weiß, hier oben auf dem Berg steht noch jemand, nämlich ich. Sich nicht so dumm anstellen, wisst ihr das? Die Arti hat Schutz durch mich von oben. Was Richtung der A-B-Linie kann nichts kommen, da steht unser Stritzwagen. Das sind noch 30 Sekunden, dass wir dann durchgekappt haben. Und wir warten jetzt einfach nur ab. Wir werden unsere Stellung hier oben nicht verlassen. Jetzt sind wir auf. Oh, da kommt jemand. Wo ist er? Steht auf dieser Seite. Kommen wir nicht drauf. Der blockt das Ganze. Der Stritzwagen will sich der Sache annehmen mit dem Valentine. Der Valentine ist raus. Jetzt gibt es nur noch ein paar Blindshots reinsetzen. Ich stehe den irgendwo am Rand, schätze ich mal. Ich werde ihn jetzt mal zwischen den verbesserten Munition ist alle. So, hier geht jetzt auf. Er steht da noch irgendwo am Caprand. Ich könnte jetzt runterfahren. Würde unter Umständen die gute Schussposition dann verlieren, falls er jetzt aufgeht und könnte der Arti nicht mehr helfen. So, der Stritzwagen kommt. Da ist er. Und Spiel vorbei. Also war ein Hin und Her, ein ganz spannendes Match. Und da es so spannend war, gucken wir uns jetzt mal das Ergebnis an. Ja, so kann es gehen. Nur kleines Grafel, erster Klasse. Vom Schein her auf dem wohlverdienten zweiten Platz. Der Stritzwagen war maßgeblich mit mir am Gefecht beteiligt, dass wir das so gut gedreht haben. Wunderbar. War auch sehr gut, dass die Arti ins Cap gefahren ist. Sie hatte Schutz von mir gehabt, ich habe sie gecovert, kein Problem gewesen, aber wunderbar. Ja, 4 Kills, das wollen wir haben. Wir konnten noch was mitnehmen, 42.000 mit Reserven gefahren. Ja, hoffe, hat euch gefallen und bis zum nächsten Video. Macht's gut, Freunde.